Servus Clubfans zum nächsten Quiz in der Matchday App. Heute haben wir Kilian Fischer und Dino Tempelmann zu Gast. Wir freuen uns sehr. Es geht einfach nur darum, wer der Bessere ist und die Fragen schneller beantworten kann. Dafür ist auch der Buzzer da in der Mitte der beiden. Es geht auch so ein bisschen heute nicht nur um den Club bei den Fragen, sondern auch um den ehemaligen Verein oder einen der ehemaligen Vereine der beiden, und zwar 1860 München. Ich würde sagen, wir legen los. Seid ihr bereit? Jawohl. Ja. Sehr gut. Wie endete denn das Hinspiel gegen Paderborn? 2-2. Richtig. Welche Rückennummer trägt Karl Klaus? 31. Richtig. Wie alt ist Robert Klaus? Kann man nur eine falsche Antwort geben jetzt. Ja. 37. Richtig. Ja, okay, die frühstücken auch zusammen. Lino führt gerade 3-0. Wie häufig war Johannes Geis denn schon Zweitligameister? Einmal. Falsch, Lino. Wie lange habe ich Zeit zum Überlegen? 5 Sekunden. Also wenn du schon so fragst, dann sage ich nicht keinmal, dann sage ich eher zweimal. Richtig. Ja, das ist ja auch unfair. Zu welchem Verein wechselte Sascha Mölders nach seinem Aus... Viktoria... Nee. Oh, Groß-Asbach. Das ist der erste Antwort. Nein. Tatsächlich. Spiel Basti, was sagst du? Das gibt keinen Punkt. Nein. Nee. Ja, komm, sonst... Viktoria... Ja, weiß also ich gut. Jetzt nicht. Ja, hab mich verschluckt. Es ist Sonnenhof Groß-Asbach. Wie häufig gewann denn die Löwen den DFB-Pokal? Bist du noch Fragen? Ja, komm. Dreimal. Nee, leider nicht. Ja, natürlich nicht. Warum müsste ich jetzt raten? Keine Ahnung. Ich sag zweimal. Das stimmt auch. So, 5-1. Wie häufig hat denn der Club den DFB-Pokal gewonnen? Aha. Viermal. Richtig. Oh, stark. Weiter geht's. Wie heißt das Stadion, in dem die Löwen ihre Heimspiele austragen? Grünwalder Stadion. Ja, quasi. Was steht bei dir da? Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße. Zählt es? Basti, Schiedsrichter? In München halt bekannt unter Grünwalder Stadion. Ja. Also 6-2 der aktuelle Punktestand. Welcher Spieler oder welche Spieler aus dem aktuellen Kader des FCN trugen bereits das Löwentrikot? 4. Und nennen Sie mal bitte noch? Schindler, Fischer, Tempelmann und Schäffler. Ganz stark, ja. 6-3. Gibt es nur einen Punkt oder mehr? Es gibt 4, oder? Ja, würde ich auch. Welchen Verein trainierte Michael Köllner, bevor er zu den Löwen wechselte? Ja, Nürnberg. Ja. Mhm. Aufholjagd. Welcher Spieler wechselte im Sommer vom Club zu 1860 München? Wie heißt der? Kevin Gohn. Richtig. Welcher Klubberer ist mit 199,44 Kilometern der Laufstärkste des FCN? Mats Müller-Deli. Richtig. Okay. Meine Statistiken gelesen. Mhm. Ja, der läuft ja jedes Spiel 12,5, deswegen. Das ist die letzte Frage jetzt übrigens schon. Welche Nationalität hat unser Neuzugang Jens Kastrop außer der Deutschen? Boah. Jetzt nicht zu nahe treten. Dünnes Eis. Südkorea. Richtig. Boah, stark. Boah, was ist denn das? So 8-5 hat Lino gewonnen in dem Fall. Vielen Dank euch beiden, hat Spaß gemacht und viel Erfolg am Samstag gegen Paderborn. Danke. Danke. Gut gespielt. Fair.